Hallihallo und herzlich willkommen zur 30. Folge von Prison Architect und 30 die Null am Ende. Das heißt für uns, wir werden heute nochmal wieder versuchen, aus unserem eigenen Gefängnis auszubrechen, was wir bis jetzt gebaut haben. Und heute sind wir der Kleine mit Bart statt der Dicke ohne. Ich spule jetzt die Zeit erstmal vor, dass wir hier auf unseren Zellen gebracht werden. Weil vorher können wir noch nichts machen. Da kriegen wir jetzt frische Klamotten erstmal. Und dann geht's auch schon los. Schneller als beim letzten Mal. So, die Stoppuhr bleibt heute aus. Ich werde sie trotzdem mal anmachen, um zu schauen, wie lange wir brauchen. Und dann geht es auch schon auf unseren Zellenblock. Das ist der ganz, ganz neue Zellenblock. Das heißt, wir kriegen eine niegelnagelneue Zelle. Jetzt ist erstmal Essen. Dann gehe ich gerade mal in die Kantine. Wenn mich denn hier einer rauslässt. Hallo, ich will essen. Ah, jetzt schlafen, okay. Gut, dann gehe ich mal schlafi machen. Beziehungsweise werde hier gleich mal Theater machen. Weil ich die Reputationspunkte ja brauche. Hier Sachen kaputt machen kann man immer. Es geht immer. So, jetzt kommen sie alle. Jetzt haben wir schon mal wenigstens einen Reputationspunkt. Aber dafür gehen wir jetzt auch erstmal ein paar Tage im Bau. Okay. Jetzt erstmal zum Doktor. Müssen wir erstmal heile gemacht werden. Und dann muss ich mir das Fenster mal hier ein bisschen runterziehen, wenn es geht. 2,5 Stunden. 2-3 Viertelstunde gehen wir jetzt in Einzelhaft. Aber wir haben den ersten Reputationspunkt, das ist schon mal ganz wichtig. Und das ist ein Help-Button, den brauchen wir nicht. So, dann werden wir jetzt hier unsere Zeit mal verbringen. Den... Oh, jetzt habe ich den Punkt verkehrt ausgegeben. So ein Mist. Kriegen wir dafür auch noch einen Punkt? Nö. Dann geben wir das auf und jetzt werden wir hier erstmal... So, erstmal entwaffnen, finde ich ganz gut. Wie lange dauert das jetzt? Einzelhaft, die läuft schon runter. Müssen wir aufpassen, wir haben ja inzwischen die Bewaffneten-Patrouillen da. Die können uns echt böse zusetzen. So, dann überspringen wir wieder die Bestrafung. Und dann... Ah, jetzt war ich zu langsam. Machen wir hier wieder erstmal was kaputt. In der Hoffnung, dass ich jetzt an den Schlagstock komme. Jawohl, jawohl, es hat funktioniert. Nein, jetzt habe ich die Leertaste gedrückt, ich Idiot. Bestrafung überspringen, komm. Gleich nochmal. Schnell hier raus. Da, die Tür ist auch offen. So. Na, es war wieder ein Schuss nach hinten. Müssen also schon, wenn wir einen Schlagstock haben wollen, müssen wir den von hier irgendwo herkriegen, von dem da. Bisschen was kaputt kloppen hier. Damit wir noch Reputationspunkte kriegen. Können wir den hier? Wenn wir den umbringen? Können wir den umbringen? Jawohl. Wunderbar. So, jetzt schaffen wir das mit dir auch. Komm her. Komm her. Jawohl, wir haben Schlüssel, wir haben Schlüssel. Den verstecken wir hier. So. 7 Reputationspunkte, wunderbar.
dann werden wir jetzt zum geübten Kämpfer und wir sind tödlich, natürlich. Das überspringen wir. Den Schlagstock haben sie uns vergessen wegzunehmen. Prügelei beenden. Ich weiß nichts von der Prügelei. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wird das Ding... Also jetzt haben wir den Schlagstock ausgewählt. Gehen wir damit gleich mal auf Tour. Gucken, ob ich hier einen Arbeiter... Aber ich... Oh, 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 oh. Geil. Jetzt sind wir gleich mal erschossen worden. Also angeschossen worden. So, den Schlüssel haben wir noch. Gehen wir mal hier rüber. Suchen wir uns mal ein bisschen Verstärkung hier. So, dann werden wir unseren Schlüssel verstecken wieder. Den verstecken wir wieder. Können wir noch einen? Ne, schaffen wir jetzt nicht. So, da haben wir eine Wache umgebracht. Prügelei beenden. So. Mit dir los. Dann mach du mal dein Ding alleine da. Jetzt hätte ich den Schlüssel eigentlich mitnehmen können, dann hätte ich jetzt gemütlich rauslaufen können, aber das machen wir vielleicht in der nächsten Runde. Da ist der Schlüssel. Na, mal gucken, reicht schon. Da kommt der nächste. Da ist noch ein bisschen easy rauszukommen. Ah, jetzt habe ich einmal gestockt nach hinten raus. Ist aber nicht schlimm. Bestrafung überspringen. Dann haben wir immer noch unseren Schlüssel hier. Den lassen wir mal da. Werden wir uns erstmal wieder versuchen, den Schlagstock zu ergattern hier. Komm mal her. Da kommt gleich der mit der Shotgun. Ich bin tot. Okay. Aber wir haben noch einen Gefangenen, mit dem wir hier rausgehen können. Da ist er. Den müssen wir natürlich erstmal hier ein bisschen einstellen. Stark. Und dann gehst du erstmal in die Freizeit hier. Und dann werden wir da mal... Komm, hast du Lust mitzumachen? Mal gucken, wo der hinrennt. So. Prügelei beenden. Und den Schlüssel nehmen wir natürlich auch mit. So. Na, Meister, willst du mitmachen? Dann komm her. So, jetzt mal gucken, ob das funktioniert. Boah, eiskalt hat er uns abgeknallt. Eiskalt abgeknallt. Geil. Gehen wir hier mal rein. Hier, Bennett. Du siehst uns. Du willst aufs Maul. Das habe ich schon gesehen. Dass du aufs Maul willst. Ja, komm her. Okay. Haben sie uns. Bestrafung überspringen natürlich. So, jetzt sind wir der Dicke. Du bist tödlich, bist du. So, zack.
Da bist du doch nicht so tödlich, wa? Okay. Überspringen wir wieder. Nicht so wichtig. Ja, wenn wir jetzt mit dem anlegen, der macht uns gleich Baller Baller. Müssen unseren Schlüssel da hinten eigentlich auch noch rausholen. Machen wir hier erstmal ein bisschen. Da machen wir ein bisschen kaputt. Da machen wir noch ein bisschen kaputt. Da machen wir kaputt. Ja, du musst natürlich gleich wieder mit der Shotgun ankommen. So ein Arschloch. So. Noch eine Runde. Und wieder tot. So, zumindest haben wir wieder 5 Reputationspunkte. Und dann bist du jetzt auch noch mega stark. Ein geübter Kämpfer. Schnell bist du auch und hart bist du natürlich auch. Und überspringen. So, jetzt machen wir hier ernst. So, zack. Komm her. So, haben wir beides, was wir brauchen. Gehen wir hier rein, Prügel gleich beenden. Jetzt sind wir erstmal außen vor. So. Jetzt können wir uns natürlich erstmal versuchen, Zutritt zur Waffenkammer zu erschleichen. Wir haben einen Schlüssel, haben wir ja. So, jetzt holen wir uns hier eine Shotgun. Geht das? Da. Zack. Den Schlüssel wollen wir trotzdem mit dabei haben. Dadurch wollte eigentlich das Gewehr hier haben. Ja, was will ich mit dem Taser? Na? Ich wollte ja eigentlich hier schon eine Waffe haben. Na, komm her. Ich bin tödlicher als du. Prügelei beenden. So, ich wollte hier so einen Taser haben. Wo ist das Gewehr hier? Wenn man es braucht. Ist ja doof. Naja. Noch ist nicht aller Tage Abend. So, einen Schlüssel haben wir. Prügelei beenden wir. So, dann gehen wir hier raus. Weil wenn du jetzt Uso da bist, können wir dich auch tot machen. Kann ich das hier aufsammeln irgendwie? Ach Mensch. Kommt da noch einer? Komm her. Noch einer tot. Jetzt kommt. Jetzt habe ich sie. So. Deswegen müssen wir jetzt versuchen, irgendwo... Wieso hast du jetzt das alles weggeschmissen? Nee? Was ist los? Oh, schade. Hätte beinahe geklappt. Aber jetzt können wir uns hier... Ah,
Ah, stark, schnell. Aufrührer sind wir auch. So. Gehen wir hier rein. Jetzt habe ich wieder aufgegeben aus Versehen. Ach so, deswegen hat das wohl nicht geklappt. Okay, nochmal eine Runde. Schlüssel gleich mitnehmen. Spielerei beenden. Und auf geht's. So, jetzt nochmal in die Waffenkammer. Dann holen wir uns da jetzt ein Gewehr. Und dann räumen wir hier mal ein bisschen auf. Oder läuft da hinten einer mit Gewehr? Ja. Den können wir natürlich auch erschlagen, einfach nur. Hallo? Guten Tag. So, jetzt haben wir es. Jetzt machen wir hier richtig Action. Na? Traut sich einer? Na, keine Munition mehr, nein! Aufgeben. Ah, schade. So. Nochmal eine Runde. Nochmal hier den letzten. So, jetzt machen wir aber wirklich Schluss. Jetzt reicht's auch irgendwo. Komm her. So. Prügelei beenden. Haben wir einen Schlüssel? Da haben wir einen Schlüssel. So. Jetzt machen wir aber definitiv Ende. Ende Gelände hier. Und zwar werden wir dich hier erschlagen. Nein. Hat nicht funktioniert. Noch eine Runde. Noch eine Runde. Wo ist er? Kriegt mich ja eh nicht. Kriegt mich ja eh nicht. Okay. Jetzt machen wir wirklich Schluss hier. Komm. Irgendwo reicht's auch mal. So, machen wir dich erstmal tot. So, Schlüssel haben wir. Prügelei beenden. Ich nehme uns hier den Schlüssel. Ah, das gibt's doch nicht. Den anderen habe ich mit einem Schlag geschafft zu killen. Liegen überall tot. Jetzt da. Komm, bringen wir nichts noch einen um hier. Nee. Jetzt aber ehrlich mal. Jetzt ist Schluss. Schnappen uns irgendwo eine Wache. Knöpfen uns dem den Schlüssel ab. Komm her. Komm hoch hier. Damit konnte ich jetzt auch nicht rechnen. Ich stelle mich ein bisschen blöd an heute. So. Diesmal schaffe ich nicht. Jawohl, jetzt habe ich das Gewehr. Den Schlüssel habe ich auch. So, da ist ein K9er. So, jetzt aber raus hier. So, jetzt bin ich weg. Wunderbar. Okay. Gesamtpunktzahl.
Ich weiß gar nicht mehr, wie viel wir bei der letzten Folge hatten. Könnt ihr mir vielleicht nochmal in die Kommentare schreiben? Ich erinnere mich jetzt nicht. 126 hat das Ganze gedauert. Punktzahl gebracht. Und 20 Minuten waren wir dabei. Das war dann eine wunderschöne 30. Folge. Das nächste Mal dann wieder mit der 0 hinten dran, also in der 40. Folge. Bis dahin dann eingepflegt ist. Reingehauen, auf Wiederschauen und bis zum nächsten Mal. Und wenn es euch gefallen hat, das Abo natürlich nicht vergessen. Also, ciao, ciao.